Moin Leute, mein Name ist Johnny aka Swahilite und heute segeln wir an die Küsten von Southgard. Hier nehmen wir das Königreich des Löwen unter die Lupe. Jetzt möchte ich noch von dir wissen, wie du den jüngsten Clan von Northgard findest. Schreib es doch mal in die Kommentare und lass es mich wissen. Danach nur noch dranbleiben, um alles über den Löwen zu erfahren. Mit dem neuesten DLC Cross-Off wieder kriegen wir nicht nur eine neue Kampagne, in der wir die Küsten von Neustrien betreten, wir erhalten auch einen neuen Clan. In Neustrien, wo sich das Königreich heimisch fühlt, ist alles anders. Und so spielt sich auch das Königreich des Löwen komplett unterschiedlich zu allem, was es in Northgard bereits gibt. Das Königreich kommt mit 2 Sternen in der Schwierigkeit, 2 Sterne im Bereich Entwicklung und 3 Sterne im Militär. Support hat der Clan keine Sterne, trotz der 2 Sterne in der Entwicklung kann man mit dem Clan auch eine sehr starke Wirtschaft aufbauen. Aber was ist jetzt genau neu beim Clan des Löwen? Naja, wir haben einmal komplett neue Gebäude, Arbeiter und Einheiten. Dazu kommt es, dass wir kein Wissen mehr produzieren, sondern Glaube. Und die wohl größte Änderung ist, dass wir Lebensqualität haben. Dabei haben wir nicht mehr bei unseren Gebäuden die Obergrenze an Arbeitern, sondern pro Gebiet eine Obergrenze. Diese Obergrenze legt fest, wie viele Dorfbewohner dort gleichzeitig arbeiten können. Die Dorfbewohner in dem Gebiet können dann beispielsweise alle Holz sammeln oder Nahrung. Die Lebensqualität kann sich durch verschiedene Upgrades verbessern und ab einer Lebensqualität von 8 bekommt das Gebiet einen Produktionsbonus von 15%. Ich habe eben von verschiedenen Upgrades gesprochen und das stimmt. Mit dem Königreich kann man die meisten Gebäude noch vor dem Hauptgebäude upgraden und man kann sie noch zu unterschiedlichen Varianten verbessern. So kann beispielsweise die Taverne entweder so upgradet werden, dass sie das Gebiet, in dem sie drinne steht, verbessert. Oder die anliegenden Gebiete. Um das nochmal auf den Punkt zu bringen, wir können am Ende des Tages locker mal easy 8 Leute Holz holen schicken. Mit unserem Glauben können wir allerdings, kann der Löwe auch seine Einheiten anstatt durch Gold, durch Glaube erkaufen. Glaube können wir nicht durch Runensteine oder so bekommen, wir kriegen es durch unsere normalen Dorfbewohner, die anstatt Nahrung Glaube produzieren und später noch durch Mönche. Glaube ist auch hier ein wichtiger Teil vom Königreich, weil man später zum Beispiel Zufriedenheit durch Glaube ersetzen kann. Dadurch, dass unsere Dorfbewohner Glaube produzieren, starten wir auch mit etwas mehr Nahrung ins Spiel und normale Dorfbewohner verbrauchen weniger bis hin zu gar keine Nahrung. Die Startboni vom Clan kann man kurz zusammenfassen. Wir erhalten plus 1 Lebenszufriedenheit pro Militärlager und können Einheiten anstatt mit Gold mit Glaube holen. Außerdem bekommen wir Glaube, wenn wir Einheiten im Kampf erledigen, während unsere Kriegsheldin Hildegard dabei ist. Mit unserer Startboni können wir früh Einheiten mit Glaube holen, anliegende Gebiete klären und anschließend den Glaube durch die Dorfbewohner wieder reinkriegen. Unsere normalen Dorfbewohner heilen sich auch auf dem Startgebiet. Ab 200 Ruhm schalten wir Prozession frei, wodurch Feasts pro erworbenem Glaube und Gelübde 3% günstiger sind. Gelübde sind das Äquivalent zu den Blessings. Außerdem gewährt jedes Militärlager plus 5 Angriffskraft, das in einem Gebiet steht mit plus 8 Lebensqualität. Mit 500 Ruhm schalten wir den Aufstieg der 12 Paladine frei. Damit können wir Mönche für Glauben in Paladine umwandeln. Das sind Krieger mit mehr Verteidigung, die unser Relikt mit sich tragen können und aufs Schlachtfeld bringen. Das Königreich des Löwen verfügt nicht über die klassische Schmiede, in der wir unser Relikt holen, sondern über ein Kloster, welches wir zum Reliquiar weiterentwickeln können. Darin können wir dann eins von 3 und bald wahrscheinlich 4 Relikten bauen. Zuerst haben wir den Altar des Volvinius, wodurch alle produzierten Ressourcen in der Zone durch Kronen ersetzt werden und jeder Tod in der Zone Kronen produziert. Das nächste Relikt ist der Codex Aureus und damit wird Zufriedenheit durch Glaube ersetzt und die Glaubensproduktion in der Zone um 25% erhöht. Damit brauchen wir für das Wachstum und die Produktivität also Glaube. Dann haben wir noch die Lanze von Longinus. Mit dieser Lanze können wir im Austausch von Glaube alle Einheiten, die im selben Gebiet wie das Relikt gestorben sind, wiederbeleben. In der aktuellen Beta gibt es noch das Relikt Heiliges Feuer oder Holy Fire, mit dem die Feasts Holz anstatt Nahrung kosten, die Kosten um 50% reduziert sind und deine Einheiten während des Feasts brennenden Schaden machen. Hier kann man sagen, dass das erste Relikt sich zwar gut anhört, aber nicht unbedingt brauchbar ist, weil wir sowieso genug Kronen haben. Der Codex Aureus ist sehr stark und baut man üblicherweise. Dabei muss man bedenken, dass seine Zufriedenheit deine aktuelle Glaubensproduktion widerspiegelt und Mönche, die heilen, produzieren keinen Glauben und damit kann man schnell auf ein unzufriedenes Volk kommen. Die Lanze liest sich auch sehr cool, aber deine wiederbelebten Einheiten haben zu wenig Leben und die Ablenkzeit davon ist zu hoch. Wenn du deinen Paladin mit dem Relikt ausstattest, kann er auch nicht mehr angreifen, was man bedenken muss. Das Relikt, was aktuell noch in der Beta ist, liest sich sehr stark und kann wahrscheinlich eine gute Alternative zum Codex Aureus werden. Beim Bauen vom Relikt
musst du außerdem bedenken, dass der Fortschritt nicht weitergehen, wenn deine Mönche am Heilen sind. Mit dem Löwen bist du breit aufgestellt und kannst fast jeder Siegbedingung nachgehen. Aufgrund deiner massiven Glaubensproduktion und deinem starken Militär kannst du gut auf den Glaubenssieg gehen und dich gleichzeitig optimal verteidigen. Apropos Militär, in der aktuellen Rush-Meta kann das Königreich sehr gut mithalten. Ein 801 Rush ist mit dem Löwen gut machbar und auch sehr stark. Falls es aber nicht klappt, kann man sich gut erholen und später angreifen oder sich auf andere Siegbedingungen fokussieren. Fangen wir direkt mit dem Rush-Bild an. Dabei ist unser Ziel natürlich früh anzugreifen, und zwar nach dem ersten Winter. Und dafür brauchen wir sowohl Stein als auch Eisen, weil wir die Armeegebäude erstmal aufwerten müssen, um richtige Truppen rekrutieren zu können. Um gut über den Winter zu kommen, wollen wir dafür eine Bevölkerungszahl von mindestens 15 haben, was mit Tavernen gut machbar ist. Über den Winter sammeln wir dann Steine in der Mine und Eisen mit den Seefahrern, sodass wir nach dem Winter die Kaserne aufwerten können, verbesserte Waffen holen können und auf Attacke gehen können. Im Optimalfall haben wir den Gegner dann schon erspäht, ansonsten müssen wir das Stadtgebäude und die Speerhütte upgraden, um zu scouten. Ist der Gegner gescoutet, können wir mit einer Armeestärke von 8 bis 12 angreifen und mit den restlichen Dorfbewohnern die Echo halten oder neue Krieger nachschicken. Im Detail heißt es, wir spähen und klären erstmal die anliegenden Gebiete. Danach bauen wir ein Haus und eine Holzfällerhütte. Anschließend geben wir die Nahrung an und bauen ein Nahrungsgebäude und im selben Gebiet eine Taverne und ein Armeelager, um die Lebensqualität zu erhöhen. Hier reichen zwei Arbeiter eine Taverne, um die Zufriedenheit so hoch zu bekommen, dass die Bevölkerung schneller wächst. Danach bauen wir eine Steinmine und sammeln 8 Stein. Außerdem bauen wir einen Hafen und dank des Glaubens Emporia können wir den Hafen gratis aufwerten. Hier wählen wir den Seehafen oder Seaport aus, um passiv Eisen zu bekommen. Jetzt sollte es mittlerweile Winter sein und wir wollen jetzt eine Lebensqualität von 8 auf unserem Nahrungsgebiet, um den Produktionsbuff abzuholen. Dafür können wir das Gebiet und die Taverne aufwerten. Danach müssen wir nur noch das Nahrungsgebäude upgraden, um genug Nahrung zu bekommen. Nach dem Winter werten wir dann unsere Kaserne auf, damit wir Champions holen können, und wählen das Waffenupgrade Deflect aus, womit unsere Truppen Schaden zurückgeben können. Jetzt heißt es nur noch scouten, Armee aufbauen und angreifen. Unser Rush-Build ist besonders stark im 1v1. Oder eventuell noch 2B2s. In unserem Glauben gehen wir zuerst auf Carpentry Mastery, damit die 8 Steine für die Upgrades reichen, und danach gehen wir direkt auf Militär. Allerdings werden wir auch Einheiten mit Glauben holen, weshalb wir uns vor dem Angriff 550 bis 570 Glauben anspannen sollten. Die genaue Lore-Order ist auch in der Videobeschreibung. Beim nächsten Bild gehen wir auf eine mehr Late-Game-basierte Spielweise, mit der man im Teamplay oder Free-for-All glänzen kann. Dabei gehen wir ähnlich vor wie im vorherigen Bild, mit dem Unterschied, dass wir in möglichst vielen Gebieten eine Lebensqualität von 8 haben wollen und wir unser Relikt ausbauen. Unser Relikt ist für gewöhnlich Codex Aureus, was unsere Glaubensproduktion zum Boom bringt, was gleichzeitig bedeutet, dass wir mehr Einheiten oder schneller Einheiten mit dem Glaube dann holen können. Eine Alternative für mich wäre die Lanze, weil es sehr stark sein kann, seine Einheiten wiederzubeleben, wenn der Kampf auf der Kippe steht. Allgemein stecken wir unseren Glauben in die gleichen Fähigkeiten wie im vorherigen Bild, abgesehen davon, dass wir früher Sharp Axes holen. Jetzt gehen wir nochmal unsere eigenen Glaubensfähigkeiten von oben nach unten durch und fangen mit Steelwork an. Damit verstärkt sich deine Verteidigung für Einheiten, welche in Gebieten mit deinem Militärsgebäude und einem Schmied sind. Ost gibt dir ein gratis Upgrade für deine Kaserne und erhöht den Gewinn für Militärserfahrung. Marchfield beschleunigt das Herstellen von Waffen-Upgrades und lässt deren Effekt öfter triggern. Chanson de Guest gibt dir durch das Töten von mystischen Kreaturen Glaube. Emporium und Via Regia geben dir ein gratis Upgrade für dein Handelsgebäude, also entweder Hafen oder Markt, und buffen diesen auch noch. Zum Schluss verwandeln deine religiösen Gebäude mit Miraculous Healing ihre Gebiete zu heiligen Boden, welche deine Einheiten heilen. Unter Bedacht, dass wir keine Heilerhütte haben, eigentlich ganz gut, aber nicht besser als Carpentry Mastery. Ansonsten lässt sich sagen, dass die speziellen Fähigkeiten sehr auf Militär fokussiert sind, was sich im Spiel auch bemerkbar macht. Der Clan kommt aber auch ohne viele Glaubensboni zurecht, was er auch teilweise muss, weil es lukrativer ist, sich mit Glaube Einheiten zu holen. Da wir keine gewöhnliche Schmiede haben, sondern nur Waffen- und Gebäude-Upgrades holen können, gehe ich hier ein bisschen auf Gebäude-Upgrades ein und im nächsten Punkt auf Waffen-Upgrades. Die wichtigsten Upgrades werden die für deine Nahrung und die Tavernen sein. Nahrungsgebäude ohne Upgrade sind leider sehr ineffizient und deine Tavernen sorgen für die hohe Lebensqualität. Tavernen kannst du auf das Gebiet setzen, um es zu buffen, oder daneben, um anliegende Gebiete zu buffen. Wenn man das bedenkt, sollte man die Ressourcenproduktion so planen, dass eine Taverne direkt mehrere Gebiete buffen kann. Für deine Häfen würde ich immer den Seehafen empfehlen, weil das andere Upgrade dir den Leuchtturm gibt
und den dazugehörigen Handelssieg, wovon ich aber kein Fan bin. Deinen Markt kannst du zu den einzelnen Gebäuden upgraden, die man von den normalen Clans auch kennt, also den Markt und die Handelhalle. Was sich aber geändert hat, ist, dass dein Kloster entweder zum Reliquiar oder zur Abtei aufgewertet werden kann. Das Reliquiar benutzt du, um dein Relikt zu schmieden, und die Abtei ist so das Äquivalent zum Altar der Könige. Jetzt lässt sich noch sagen, dass die Gebäude, wie ein Holzfällercamp, deine Häuser oder das Speercamp, nur einmal mit aufgewertetem Gemeindehaus upgradebar sind. Dein Gemeindehaus, die Kathedrale, kann sich auch zwei verschiedene Versionen entwickeln, einmal für mehr Dorfbewohner und einmal für eine größere Armee, die wir jetzt besprechen werden. Mit dem Löwenclan lohnt sich immer der Legionspfad, weil wir viele Camps bauen werden und die in der Regel auch aufwerten. Dadurch werden die Einheiten günstiger, wir kriegen viel Kampfstärke und später mit Call of Valhalla einen schönen saftigen Buff. Mit dem Königreich des Löwen können wir unsere Camps zu drei verschiedenen Varianten upgraden. Dabei ist jede Variante ähnlich zu den Wikingerkriegern. Beispielsweise die Champions, die normalen Krieger mit etwas mehr Angriff. Sie greifen auch langsamer an, aber können dafür mit einem Schlag direkt zwei Gegner treffen. In den einzelnen aufgewerteten Camps können wir anschließend noch Waffen-Upgrades kaufen. Es gibt vier Upgrades an der Zahl und davon sind zwei offensiv, das sind Wut und Hindernis, und zwei defensiv, das sind dann Kettenhemd und Nachhut. Jedes Upgrade gibt den Einheiten dann eine gewisse Chance, einen Effekt zu triggern. Bei Wut ist der Effekt, dass beim Schlag Flächenschaden entsteht. Beim Hindernis ist der Effekt, dass deine Gegner verlangsamt werden. Kettenhemd gibt die Chance, erlittenen Schaden zurückzuwerfen. Und Nachhut gibt die Chance, bei erlittenem Schaden die eigene und die Abwehr von Verbündeten zu stärken. Eine große Stärke ist natürlich die Anpassungsfähigkeit des Clans und die schnelle Reaktionszeit. Sprich, man kann sehr schnell beispielsweise Eisen oder Stein abfahren, wenn man mal 5 Arbeiter auf die Mine schickt und so weiter. Ich würde sagen, dass die Mechanik von der Lebensqualität sehr cool und stark ist. Mindestens genauso stark, wenn nicht sogar stärker, sind die Waffen-Upgrades. Flächenschaden oder Schadensreflexion ist, naja, eigentlich immer sehr stark und spielt dem Clan sehr in die Karten. Aktuell hat der Clan auch nicht viele Schwächen, aber die schwachen Einheiten am Anfang können ein Nachteil sein, wenn man viel Pech mit der Map hat. Ansonsten muss man einfach Clans picken, die dem Clan gewachsen sind, wie beispielsweise der Pferdeclan, der Kraken- oder der Drachenclan, da die wirklich im Late Game aufgehen und da gegenhalten können. Mit neuen Fraktionen an der südlichen Küste bringt Shiro Games echt frischen Wind ins Spiel. Die neuen Mechanics, Gebäude und Einheiten sind erstmal gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es raus hat, dann macht es echt viel Spaß und ist sehr, sehr stark. Also ich kann den Kleinen wirklich empfehlen, wenn man online mal die Chance bekommt, ihn zu spielen. Ich hoffe, dir hat der Guide zum Königreich des Löwens gefallen. Hier rechts findest du jetzt noch ein Video mit einem Guide zum nächsten Clan.